So, Leute, hier sind wir wieder mit einem weiteren Trump Royale Part. So, und diesmal haben wir hier hinter mir den Schalter aktiviert und suchen jetzt noch den letzten verbleibenden Hebel. So, nach oben kann ich offenbar nicht, wie ich gerade sehe. So, es kann sein, dass wir jetzt nach unten müssen. Das ist mir ein bisschen gefährlich. Weil ich quasi weiß, was da unten rumspringt. Ja, genau das. So, das war jetzt zu Demonstrationszwecken, um euch zu zeigen, was hier unten lauert. Und es gibt tatsächlich keinen Weg drumherum. Das heißt, wir müssen dort unten an diesen Mumien vorbei. Ich starte einen weiteren Versuch. Nee, das ist zu gefährlich da unten, wie wir sehen. Gut, den unteren Weg lassen wir mal aus. Dann werde ich stattdessen mich den oberen Weg bitten. Das heißt den gleichen Weg, den wir gekommen sind. Hätte mir auch schon früher einfallen können. Naja, können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. So, jetzt hier lang. So, ich hoffe, das ist richtig, was ich da tue, weil unten ist es. Es ist einfach zu gefährlich, vor allem gerade bei zwei Mumien ist das sogar doppelt so gefährlich. Tja, wie wir sehen, geht das sogar. Gleich so gemacht. Naja, okay. Wir sind jetzt wieder hier an der Brücke und können uns das nächste Fragment schnappen. Da drüben waren wir schon. So, und jetzt fehlt quasi nur noch ein einziger Hebel. Ich würde sagen, das kann nur hier sein irgendwo.
Moment, ich glaube, ich habe da gerade eine Idee. Wenn wir das jetzt wieder umstellen. Na, obwohl, dann ist der Rückweg weg. Vielleicht hier irgendwas? Nee. Gut, naja, ich dachte jetzt, wenn wir es jetzt gerade richten hier, dann wird die Schräge da vorne vielleicht zu einer Treppe. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Das Problem ist auch, hier ist nirgends von Heben mehr zu sehen. Tja, also wo ist der Hebel dafür? Es will mir gerade irgendwie nicht einfallen. Oben war auch kein Hebel drin. So, ich mach den jetzt einfach mal. Ich leg den jetzt einfach mal oben. Und guck mich mal auf der oberen Seite rum. Nee, das hätte sowieso nichts gebracht. Warte mal, Leute, ich sehe mir mal den oberen Bereich dieses Raumes an. Okay, ich sehe gerade, dass sich da hinten eine Schräge befindet. Dann muss dieser Hebel dort drin sein. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da oben hin? Es kann nur so sein, dass für diese Treppe dort oder für diese Schräge irgendein Hebel aktiviert werden muss. Ach Lara, was soll denn der Blödsinn? Hm.
Muss ich hier oben vielleicht irgendwo was aktivieren? Ich glaube nicht so wirklich. Tja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um das kleine Secret dort drüben, dass ich dort auf diesem Pfeiler... Lara! Lara! Danke. Dass sich dort auf diesem Pfeiler dort befindet. Wir springen da einfach hin. Ja, ich mach mal so einen Quersprung nach unten ins Wasser. Ich scheine gerade in einer kleinen Sackgasse zu stecken. Und weiß gerade nicht wirklich, wo ich jetzt hin solle. Also eine kleine Vermutung hätte ich ja. Dass in dem Raum, wo die Treppe war, also unterhalb, sich ein zweiter Hebel befindet. Und genau das will ich jetzt erstmal rausfinden. Weil das wäre nämlich am logischsten. So, jetzt springe ich mal darüber. Diesen Weg kennt ihr bereits. Jetzt sind wir wieder hier oben. Okay, da springe ich mal so ran. Wie ist hier oben auch so eine verschlossene Tür? Sehe ich jetzt aber nirgends einen Knopf für. Okay, dann gehen wir mal hier runter.
Jetzt sind wir wieder hier an dem Punkt. Es ist doof, dass wir noch keine Fahrzeuge haben, weil sonst könnte ich unten in den dunklen Passagen ein bisschen besser nachschauen. Aber so ist das ein bisschen doof. Hier ist nix. Okay, offensichtlich falscher Gedanke, weil hier unten ist kein Hebel. Ja, und hier schienen nur Items drin gewesen zu sein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier ist nämlich auch nichts zu finden. Wir müssen irgendwie das in eine Treppe verwandeln. Bloß wie machen wir das? Oben scheine ich auch nicht hinzukommen. Nicht mal von da, aber ich glaube, da oben ist nur so eine Art Spiegelteil drauf. Tja, jetzt sind wir quasi wieder hier, an dem Punkt. Ich glaube, außer diesen beiden Mumien war hier unten noch nicht sonderlich viel. Wir können höchstens mal gucken, ob hier unten was herumliegt. Ansonsten
fällt mir jetzt auch nicht ein, wo sich der Hebel befinden sollte. Beziehungsweise der Mechanismus. Tja. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass es so lange dauert jetzt, aber es fällt mir partout nicht ein, wie ich das machen soll jetzt. Wie ich jetzt diese Schräge in eine Treppe verwandle. Irgendwo muss dafür was sein. Tja, und es kann rein theoretisch nur drüben sein. Irgendwo da drüben. Das ist alles sehr merkwürdig. Ja, und jetzt fallen wir auch noch wieder nach unten, können wir den weiten Weg wieder nach oben gehen. Leute, ich schneide das mal kurz raus, damit ja da und wie ihr seht, habe ich das Rätsellösung rausfinden können. Und zwar waren wir die ganze Zeit in das Raum ist ein bisschen falsch. Ja, wir hätten hier oben diesen Hebel einfach nach oben drücken sollen. Habe ich jetzt auch gerade erst gemerkt, als ich jetzt wieder nach oben gehen wollte. Aber unser Gedanke, dass das die richtige Treppe ist, war schon. Sorry, ich hatte gerade meinen Bluetooth-Stick noch drin und daher gab es jetzt ein paar technische Soundprobleme. Deswegen mache ich den mal raus, wenn ich aufnehme. Stört so sehr im Ton. Ja, jetzt kommen wir natürlich logischerweise hier hin. Hin, wo wir vorhin schon hin wollten, aber nicht hinkamen. Und ich komme somit auch natürlich hier runter. So, und das müsste jetzt die letzte Brücke aktivieren. Ja, das war das passende Klickgeräusch. Okay, das war doch noch nicht der richtige Hebel. Wir müssen scheinbar erst noch hier oben raus. Es fängt gerade ein bisschen an zu lecken, keine Ahnung warum. Und das hört sich ganz nach Ärger an. Ich werde vorher nochmal mein Medipack benutzen. Ja. Da ist wieder mal so ein Panthervieh. Ich habe
denke ich, rausgefunden, was das genau ist. Das sind Panther. Mumifizierte Panther oder so. Was jetzt auch erklärt, warum die so komisch rumhüpfen. So, hier können wir eine Abkürzung nehmen. Dieses Mal ist hier kein Mumienpanda. Und können uns jetzt das dritte Artefakt schnappen. Nämlich das dort drüben. So, das heißt, jetzt kann ich hier runter. Durch diese Tür. Da ist noch ein Medipack. Und da ist noch ein bisschen Schrotmunition. Die nehme ich auch noch mit. So, ein sehr langer Wasserweg. Der hier gleich zu Ende ist. Komm, nimm das noch ganz fix mit und dann nix wie raus hier. Ach du je, nicht schon wieder so ein Teil. Komm, verschwinde. Verschwinde. Es sind einfach nur nervige Mumienpanther. So, ich speichere mal ab, sicherheitshalber. Aber ich will das Level jetzt noch beenden. Weil jetzt, da wir alle vier Schlüsselteile haben, müssten wir jetzt auch hier wieder rauskommen. Und können damit... Diesmal nicht, Freundchen. Und können damit auch jetzt... zurück zum Obelisken. Wo wir dann auch dieses Level verlassen können, indem wir das große Tor öffnen. So, vielen Dank. Hier ist noch ein Medium weg. Ich glaube, hier müssten wir dann wieder rauskommen. Ja, hier kommen wir jetzt wieder hier raus.
Das heißt, jetzt können wir hier die Schlüssel einsetzen. No. Den nicht? No. Den auch nicht. Dann ist es der. Das ist dann der Schlüssel hier. Dann das Ankreuz. Und zum Schluss. Das Siegel des Anubis. So, die Tür ist damit offen. Ich glaube, das hier war der Level Exit. Ja, das war der Level Exit. So Leute, das war's für heute, für Tomb Raider 1. 2 von 3 Geheimnissen gefunden, ist gut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Also, bis dann und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Tomb Raider 1. Ciao, Leute.